Herzlich willkommen zu meinem Tutorial GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie man einen Button auf dem Bildschirm erstellt und wie man den platzieren kann, so, wobei das Platzieren noch auf sehr schlichte Weise passiert ist. So, und in dieser Folge wollen wir uns ansehen, wie man Eigenschaften von den Objekten ändern kann. Das werde ich euch nochmal ganz genau vorstellen. Jetzt brauchen wir erstmal nur eine und dann, wie man eine Funktion einbindet. So, dazu gehen wir in unser Programm und als erstes möchte ich euch zeigen, dass man zum Beispiel die Hintergrundfarbe von einem Label, eigentlich von jedem Widget, ändern kann. Auch von dem Button könnte man das ändern, aber ich mache jetzt mal beim Label. So, und dazu setze ich eckige Klammern dahinter und dann in Anführungszeichen setze ich das Wort Background, also Hintergrund, und das kann ich glücklicherweise auch abkürzen durch BG für Background, und dann setze ich das gleich und hier schreibe ich in einen String hinein eine Hexadezimalzahl, und das ist die Hexadezimalzahl von FF. So, das ist eine sechsstellige Zahl. So, das Hashtag bedeutet, dass es eine Hexadezimalzahl ist. So, dann kommt Ziffern, die die erste Farbkomponente von einem RGB-Code bezeichnen, und FF steht für 255 oder lässt sich umrechnen 255. Das wäre jetzt, wäre das andere alles auf 0, ein Rot. Dann hier nochmal FF, das ist ein Grün, zusammen sollte das ein Gelb ergeben, und die letzten beiden stehen für das Blau. Und insgesamt wird hier also ein RGB-Code übergeben. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. So. Und ihr seht, jetzt ist der Hintergrund von dem Label Welt ist gelb geworden. So. Sieht jetzt nicht besonders beeindruckend aus, aber gut. So. Aber das ist nur die erste Sache, die ich euch zeigen möchte. Jetzt definiere ich hier oben eine Definition, die heißt wechsle Farbe. So, bekommt keinen Parameter übergeben. Und hier wird ganz einfach, naja, also ich setze jetzt mal hier die ganze Befehlszeile, die kopiere ich jetzt mal hier raus und setze die einfach hier oben rein. So, ich übergebe ein Return, was ich nicht unbedingt machen müsste, aber egal. So, das ist das Erste. Und jetzt setze ich in meinen Button hinten in die Parameter, setze ich hinein Command, Befehl ist gleich wechsle Farbe. Ich speichere das Ganze ab und öffne mal mein Grafikfenster. So, und jetzt seht ihr zunächst, es ist alles so wie ganz am Anfang, wie gehabt. Ich habe meine beiden Labels, ich habe den Knopf. Wenn ich jetzt auf den Knopf drauf drücke, dann seht ihr, wird der Hintergrund von Welt gelb. Das liegt einfach daran, dass ich den Befehl wechsle Farbe, also diese Funktion hier, an den Button gebunden habe, und sobald ich den aktiviere, wird der Befehl ausgeführt, und das heißt, der Hintergrund von dem Label 2 wird für gelb gesetzt. Und da muss ich natürlich nicht so was Einfaches reinschreiben, das ist jetzt Spielerei, aber da kann ich eben die ganze Funktionalität von einem Knopf hineinschreiben, wenn ich damit irgendetwas absenden möchte, wenn ich eine Übertragung machen möchte, wenn ich ein Video anfangen lassen möchte zu spielen. So, dann kommt das in eine solche Definition hinein und wir übergeben dem Button einfach einen Command gleich wechsle Farbe. Und natürlich, ihr seht, ich kann hier alles beliebig ändern an einem
an einem Widget. Und natürlich kann ich auch den Befehl ändern im Laufe des Programms. Ob das sinnvoll ist, müsst ihr dann entscheiden. Aber die Möglichkeit besteht. So, jetzt wisst ihr, wie wir die Funktionalität zu einem Button dazusetzen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir machen beim nächsten Mal weiter und schauen uns ein bisschen genauer an, wie die einzelnen Parameter von einem solchen Widget verändert werden können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.